Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und wir sind immer noch in dieser hübschen Schwebewelt hier oben. Jetzt bei diesem Knotenpunkt angekommen, zu dem es noch zwei weitere gibt und sogar ein Teleporter zurück. Ja, gucken wir erst einmal uns hier um. Hier kommen wir ja, glaube ich, nur wieder zurück, genau. Zu diesem Spiegel oder was das auch immer da oben ist. Aber erst einmal wollen wir uns da umgucken, wo wir jetzt gerade eben waren. Mal gucken, was wir hier so finden. Wow, das war knapp. Da ist wieder so ein Zeitding. Ansonsten ist hier nichts. Ja, ich würde mal sagen, da müssen wir hier dran springen. Oh. Ja, gut. Ja. Das kennen wir alle schon. So, Zeit ist gestellt. So, hier hoch. Boah, das war falsch. Okay. Gleich nochmal wieder aufziehen. So. Hier rum. Hopp. Ich will runter. So, sehr gut. Gleich falle ich irgendwo hin. Oder auch nicht. Glück gehabt. Vielleicht schaffe ich es noch so, hier hochzukommen. Ja, ich habe es noch geschafft. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. In den Baum. Das war falsch. So müsste das richtig sein. Und ja, was es mit den Steinen auf sich hat, habe ich immer noch nicht begriffen. Das muss ich auch irgendwann mal vielleicht bei Gelegenheit rausfinden. Aber ich habe offscreen schon mal geguckt. Hey, was ist das? Guckt euch mal das an. Das ist Springen. Das ist da lang, das ist da lang. Das Ding ist ja krass. Ich glaube, das zeigt mir an die Bewegungen, die ich mache. Okay, Moment mal. Gucken wir uns das Ding doch mal hier genau an. Sind das nicht solche Tetris-Muster irgendwie zusammengespackst? Ja, das sind solche Tetris-Muster. Jedenfalls das ganz untere, das ist auf jeden Fall eins davon. Und wenn wir nah genug an das Ding hier rangehen, sagt er uns, was ist. Also, nach links gehen sieht so aus. Also der Tetris-Stein nach so gedreht, nach rechts so. Wenn ich nach oben drücke, geht er so, nach unten so. Wenn ich es drehe, dann macht er die Tetris-Steine. Und wenn ich springe, dann macht er den Klotz. Okay, dann drehen wir das mal so, dass es richtig ist. Also wäre das... Das müsste ich mir mal kurz notieren. Moment. Es ist schon mal, was ich gerade gesehen habe, es ist auf die Seite gedreht. Also wenn ich jetzt mal kurz drehe, sieht man ja den da, hat man gerade oben gelb gesehen, den einen Tetris-Stein, das ist der ganz unterste. Halt gedreht, also muss ich das Ganze gedreht sehen.
wir das mal kurz übersetzen. Moment. Also das wäre hoch springen. Dann wäre das D, also nach rechts drehen, nach links drehen ist A bei mir auf der Tastatur. Dann wäre das wieder springen. Dann wäre das runter. Runter. Dann wäre das wieder A oder D. So, das habe ich mir jetzt mal notiert auf den Zettel. Die Übersetzung. Jetzt versuche ich das mal nachzumachen. Also hoch, springen, D, A, springen, runter, A, D. Tatsache. Das hat tatsächlich geklappt. Jetzt weiß ich, wie man diese Dinger hier übersetzt. Das schreibe ich mir dann am besten nochmal auf den Zettel hier auf. Also. Hoch ist der Klotz so. Runter ist der Klotz genau umgekehrt. So. Links zeigt der Klotz nach links. Und rechts zeigt der Klotz nach rechts. Und springen ist der große Klotz. Und jetzt noch die anderen. A ist, also nach so drehen ist das Ding, zeigt das obere Ding nach dort. Und dann müsste das andersrum so sein. So. Jetzt habe ich wenigstens schon mal das aufgezeichnet. Jetzt können wir diese Rätsel auch lösen, wenn wir sie finden. Das ist schon mal gut zu wissen. Und was ich noch gerade gucken wollte, wir haben ja beim letzten Mal dieses Artefakt hier gefunden. Wie viele Seiten hat das denn? Aufklappen bitte. Ah ja, so kann ich blättern. Gehen wir mal durch. Ich habe nämlich die Vermutung, dass das hier das Alphabet ist. A, B, C, D, E, F, G, H. Nein, ist es wohl doch nicht. Schade, da habe ich mich wohl getäuscht. Okay. Aber jetzt erstmal wieder raus hier. Jetzt haben wir schon mal das da abgeschlossen. Und doch, nö, schon wieder die da. Ich würde gerne hier vorkommen. So. Und durch diese Tür hier gehen. Ach, guckt euch das mal an, das da oben ist. Ein Sonnensystem. Und hier steht wieder irgendwas. Das hier sind, glaube ich, Zahlen. Also was ähnliches habe ich schon mal gesehen. Oh, hier ist sogar gar nichts. Was ähnliches habe ich nämlich schon mal gesehen. Falsche Taste. Nämlich hier. Seht ihr da unten dieses rote, dieses C, dem roten Kasten? Ja genau, das haben wir da auch. Aber nur umgekehrt halt. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch zu dem Sonnensystem, was wir nicht verändern können. So, das hier runter. Ja, genau, hier ist dieses C. Na, das wollte ich nicht. Und wir sind hier wieder in so einer Art Bücherei. Was finden wir hier? Ein Artefakt. Du hast ein altes Artefakt entdeckt. Das könnte zum Zehen benutzt worden sein. Hm. Gucken wir uns das doch gleich mal an.
Wurde das zum Zählen benutzt? Ich kann es leider nur so drehen. Ich kann mir nicht die unten und oben richtig angucken. Das könnte zum Beispiel eine 4 sein. Soll das da 1, 2, 3 sein? Haben wir hier dann alles? Ja, haben wir. Da oben an die Weltkarte kommen. An die Welt kommen wir eh nicht ran. Dann ist das wirklich vielleicht zum Zählen gedacht. So 1, 2, 3. Das geht es herauszufinden. Ja, nein. Wow, das war sogar richtig, weil hier ist der Würfel. So. Noch ein Würfel. Und dann können wir uns gleich mal zurück teleportieren. Und uns weiter umsehen. Also gut auf jeden Fall schon mal zu wissen, wie diese einen Bausteine funktionieren, die wir da schon teilweise gesehen haben. Oh, hier gibt es noch ein Rätsel. Ah, da hätten wir uns noch weiter umgucken sollen. Jetzt müssen wir aber erst einmal wieder den... Genau, den da finden. Nein, das war falsch. Obwohl, warte mal, was war da? Ach, da waren nur die Männchen. Okay, dann will ich wieder da und dahin zu diesem Teleskop. Das war falsch. Ich glaube, hier geht es woanders rein. Genau, hier sind wir nämlich wieder hier. Kann ich hier runterfallen? Ja, ich kann hier runterfallen, aber das macht Aua. Kann ich hier? Ja, hier kann ich. Das reicht gerade so aus. So, jetzt bin ich wieder hier bei dem Teleskop. Ach ne, ich muss wieder ganz da hochklettern. Jetzt sind auch noch die im Weg. Ja, ja, ja. Zeitschalter. Aua. So. Hier hochklettern, wo uns die schwarzen Löcher nicht fressen. Und hier rüber springen. Und dann geht es hier gleich weiter. So. Hier geht's wieder höher. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wow. Ja, da war knapp. Ey, das ist gemein. So, jetzt klettern wir hier hoch. Und sind hier oben. Hier ist schon mal wieder eine Tür. Gucken wir mal kurz in die rein. Jetzt sind wir wieder hier. Gut zu wissen, dass hier eine Abkürzung ist. Jetzt wollen wir erstmal... Hey, guck mal, da steht ja wieder was. Was wir nicht lesen können.
Gibt es hier drin wieder ein Geheimnis? Ja, gibt es. Können wir durch das Teleskop irgendwie gucken? Ja, können wir, aber wir sehen gerade gar nichts. Es ist zu hell draußen. Ist. Lieber Himmel, das ist aber ein großes Teleskop. Drücke linke Control um Teleskop, ja. Ja, ich kann es drehen. Was auch immer mir das gerade bringen mag. Ich sehe nichts. Nochmal drehen. So. Und nochmal drehen. Nö, das bringt absolut nichts. Oder ich habe es nicht rausgefunden. Deswegen machen wir das mal bei Zeiten nochmal. Oder haben wir jetzt das Ding verändert, indem wir es gedreht haben? Na, nicht wirklich. Das ist dann auch der einzige Weg, den es noch gibt. Außer dem Würfel hier. So. Würfel geschnappt. Und bevor wir durch das Portal wieder zurückspringen, mache ich erst einmal wieder einen kleinen Cut. Bis gleich.